der schmeckt richtig beschissen. Wissen Sie das? Aber ich trinke ihn weiter. Einfach, weil ich zu geizig bin. Oh, oh, was ist mit Frau Pieper denn los? Unwohl. Können Sie nicht... Warum geht sie denn nicht... Was? Warum geht sie denn nicht aufs Klo bei der Arbeit? Run for Bajinka! Moifo! Aha! Hebrew Moifo! Sparsatibu! Frau Pieper, warum gehen Sie denn nicht aufs Klo? Liegt das daran, dass ich die Selbstständigkeit ausgestellt habe? Ich hoffe nicht. Wo ist denn das Edu-Eumel? Sandtörtchen oder ein Erdbeertörtchen dann halt. Wir haben hier was bestellt. Gib uns das. Oh. Oh. Dankupu. So, jetzt schnell weg. Ach, den geht's. Ach, das ist ja furchtbar. Übrigens, das gucke ich jetzt lieber gerade mal. Hallo, Herr Honka. Ist er doch, oder? Ja. Ich gehe mal gerade in die Einstellung, dass ich euch das mal so ein bisschen, wie ich hier mein Spiel spiele. Spieleoptionen ins Gameplay. Selbstständigkeit habe ich ausgeschaltet. Keine Ahnung, was das heißt. Aus und vollständig. Selbstständigkeit für gewählten Sim deaktivieren. Das heißt eigentlich, deaktiviert die Selbstständigkeit des gewählten Haushaltsmitglieds, während andere Sims ihre Selbstständigkeit behalten. Eigentlich heißt das doch, dass Frau Pieper auf Arbeit auch aufs Klo könnte. Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, automatisches Altern ist ausgeschaltet. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der jetzt sagt, das ist aber doof. Aber ich möchte ein bisschen selbst entscheiden, wann meine Sims altern und so mit Geburtstag feiern und so weiter. Das möchte ich gern selbst entscheiden. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass so schnell, dass die Peepers alt werden. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber das möchte ich gerne selbst in der Hand haben. Und auch für die ungespielten Sims gilt das also, keine Ahnung, der Nachhilfepeder wird jetzt nicht nächste Woche plötzlich zum Rentner. Sims Lebensdauer ist damit halt auch ausgeschaltet, maximal erlaubte Sims, gut, so viel haben wir noch nicht. Und das war's eigentlich schon. Jahreszeiten, keine Ahnung, da habe ich nichts geändert, Jahreszeiten länger, Regenoption, Regengewitter, Regen, keine Schnee, ja, das war's eigentlich schon. Und ja, das war's. Ich hoffe, Frau Pieper geht gleich aufs Klo. Haben Sie auch saubere Teller, hören Sie mal. Wir haben gar keine Teller. Wir haben hier so noch coole Bambus-Fashion-Dingsbums, ne? Mit giftigem Kleber. Für die ganzen Hipsters. Ist mir persönlich egal. Und da geht der ja schon wieder lang. Der war doch vorhin da. Ach, Herr Pieper, mit dem wären wir besser nicht hergekommen. Der hat ja nur schlechte Laune. Dann, naja, dann kommen, dann gehen Sie mal nach Hause. Besser ist das. Da tut Ihnen keiner was. Aber finde ich eigentlich gut. Ich finde gut, dass Herr Pieper diese Eigenschaft hat, auch wenn es natürlich ein paar Hürden mit sich bringt. Gut. Und hier ist auch alles wieder in Ordnung. Haben Sie irgendwelche Wünsche, Herr Pieper? Haben wir vielleicht auch irgendwelche Bücher, die wir hier mal lesen können? Öffnen. Der FIFA-Spiele. Können wir nicht mal irgendwie ein Logikbuch oder sowas kaufen? Bücher kaufen. Alle Anzeigen, Fähigkeiten. Angeln, Backen, Blumen binden, was es hier alles gibt. Charisma, Comedy, oh Gott, nein, Fitness, Geige. Boah, Instrument muss eigentlich ja auch immer eine noch lernen. Gourmet-Küche, Gärtnern. Klavier, Kochen, Kochen wäre auch gut. Einführung in die Vernunft, Logik oder Schelmigkeit.
Logik oder erstmal Kochen? Ich glaube, Kochen ist erstmal wichtiger. Kaufen wir das mal und den zweiten Band auch gleich. Und dann jetzt bitte lesen. Kochen Band 1. So, und die beiden Mädels, die müssten jetzt gleich prompt hier erscheinen. Und zwar jetzt. Jetzt. Naja. Heike hat heute 140 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Katja ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Naja, aber dafür hat sie ein paar Kontakte geknüpft. Morgen halten wir uns ein bisschen näher ran. Dafür war's traurig. Katja, miserabler Schultag. Hattest du schon mal einen Schultag, an dem du das Gefühl hattest, einfach eine Umarmung zu brauchen? Oh, Katja. Mensch, Katja. Können wir die gar nicht mal umarmen? Freundlich. Umarmen. Ach Mensch, Katja. Nicht traurig sein. Oh, ja. Tanova. Deroy. Rapani Long. Ach, Katja, Mensch, aber du hast doch Freunde gefunden. Über Probleme beschweren. Nein, nicht über Probleme beschweren. Um Rat bitten. Moin. Ich würde so gern malen, aber wir haben leider nichts. Hallo, Herr Sauerlich. Mann, ich muss mich entscheiden. Noten, Freunde, Noten. Das ist alles so furchtbar schwierig. Also ich sag dir mal was. Das Leben ist wie eine Schachtel Käsetoast. Das weiß ich nicht, was das heißt, aber mir hat's auch geholfen, als ich so alt war wie du. Verstehst du, was ich sagen will? Also, Käsetoast ist Fast Food und ist ungesund eigentlich, aber wir brauchen es manchmal. Genauso wie diese traurigen Tage. Und hast du Schwänzen? Nein, Mutti, nein, bitte nicht wieder darüber anfangen. Ach komm, Katja, mal Reste nehmen. Ach Mensch. Hallo, mein Liebes. Ich beachte gar nicht, dass du traurig bist. Gut, Frau Pepper. Was macht sie denn mal? Achso, die Lampe ist gerade nur verschwunden. Ich dachte, die hätte einen Wackelkontakt. Frau Pepper. Kann die nicht hier schon mal Gartenarbeit machen oder sowas? In Welt platzieren. Ja, nee, so nun nicht. Samenpaket öffnen. Was? Zu Georat schicken? Nee. Was machen wir denn damit? Basilikum. Pflanzen. Ziehe dieses Objekt in die Spielwelt, um diese Interaktion anzuwenden. Basilikum. Pflanzen. 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 Kann sie das jetzt auch pflegen? Pflanzen. Pflanzen? Pflanzen, keine Ahnung, ob das funktioniert so. Oh, Katja braucht Spaß. Kanal schauen, den Comedy-Kanal.
Ach Mensch, ach, die tut mir so leid. Konrad, oh, Herr Pepper muss zur Arbeit und er stinkt wie ein Eimer Gülle. Duschen. Haben wir ja ganz vergessen, Herr Pepper muss zur Arbeit. Ja, ich muss hier zur Arbeit und ich muss erstmal duschen. Aber auf der Arbeit gibt's Sozialkontakte, das macht mir ein bisschen Angst. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Comedy-Kanal so die beste Aufheiterung ist, wenn ich mir so die heutige Comedy-Landschaft anschaue. Na komm, setz dich. Könnten wir uns auch ausheulen irgendwie? Ausheulen. Ob das was bringt? Aber lieber erstmal Spaß. Und wenn das nichts, wenn hier der Comedy-Kanal, wenn das nicht hilft, dann können wir uns ausheulen. Wobei wahrscheinlich das Risiko, dieses Bedürfnis zu erfüllen, danach noch größer wird. Ah, okay, ihr geht's besser. Sehr, sehr schön. Und Herr Pepper ist glücklich und gleich richtig sauber. Und Frau Pepper, das ist ein bisschen schwer, die zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Bewässern. Bewässert die jetzt auch alles? Nein. Bewässern. Haben wir hier noch mehr? Gartengemüse. Samenpaket öffnen. Oh. What? Was ist das denn für Wunderding? Lumina. Grenoy. Was machst du denn da? Geht Herr Pepper jetzt zur Arbeit? Herr Pepper, wo ist Ihre Brille? Ja, die ist leider futsch. Haben Sie jetzt davon? Konrad ist zur Arbeit. Ja, okay. Frau Pepper kann... Oh, Karotten. Nee, nicht... Warum kann die denn nicht Karotten... Karotte essen, Pflanzen. Pflanzen. Jetzt liegen da Karotten auf dem Boden. Funktioniert so Karotten anbauen? Machen wir lieber mal ein bisschen Platz dazwischen. Pflanzen. 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 Nein, nicht essen! Pflanzen! Sag mal, was sind Sie denn für eine Spitzengärtnerin? Soll ich Ihnen den Unterschied zwischen Pflanzen und Glockenblume? Ja, hier jetzt noch ein paar Pilze. Hier so Pflanzen. Pflanzen, 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 rauchen. Bewässern. Naja, sie machen das schon. Katja, die guckt den Comedy-Kanal. Und kann jetzt aber mal Hausaufgaben machen. So, morgen strengen wir uns an, damit es hier auch besser geht. So, jetzt hier bewässern, bewässern, bewässern. Wo waren wir denn?
Bewässern. 1, 2, 3, 4. Dann hier nochmal bewässern. Und hier bewässern. Und hier bewässern. Was haben wir hier denn noch alles? Salbei. Glockenblume. Blumen für Einsteiger. Basilikum. Müssen wir das für den Job eigentlich alles machen? Job hier. Tagesaufgabe. Pflanzen abernten. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben wir nicht. Wir haben noch keine Pflanzen. Die können wir ja noch nicht ernten. Ach, gießt sie da jetzt alle auf einmal oder wie sehe ich das? Ach, ich glaube. Ich glaube, sie macht das alles auf einmal. Was gibt's denn? Gibt's da noch was zu tun jetzt? Bewässern? Diese Pflanze braucht kein Wasser. Okay. Dann, naja, es ist noch viel zu früh eigentlich. Ich muss denen mal ein bisschen besseren Biorhythmus irgendwie geben. Dann essen sie jetzt erstmal noch was, Frau Pieper. Haben wir noch Reste? Ja. Ach, Katja, nicht traurig sein. Katja, ach Mensch, was ist denn los mit dir? Oh. Hier, stell mal den dreckigen Teller weg, der soll auch nicht aufheiternd. Oh, Jasmis Univer. Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus, das verspreche ich dir. Ich habe jetzt ein leichtes Déjà-vu vom Anfang der Aufnahme. Und Herr Pieper, der... Wie lange muss der noch arbeiten? Bis, glaube ich, 22 Uhr oder wie? Normal arbeiten. Fleißig arbeiten. Und dann kann sie auch mal ins Bett. Oh, Pimpini e Boif. Und Katja hat es ja auch gleich geschafft. Kann sie sonst noch was irgendwo anders sich selbst Zuspruch geben? Katja! Ach Mensch, du! Was ist mit ihr? Unwohl! Müde! Heike ist müde und muss sich bald ausruhen. Ja, dann ein bisschen voran mit dem Essen. Ja, los! Hopp, hopp! Du schaffst das, du bist total stark. Viel stärker als diese doofe Sandra. Und morgen ist, keine Ahnung, ein neuer Tag bricht an, der alles bringen kann. Na, 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 na. I can go the distance. I can, Dings, ich muss aufs Klo. Und, aber ein bisschen aufräumen kannst du hier trotzdem mal. Und dann ist erst ein Tag wieder um. Ich hätte nicht gedacht, dass doch so viel Zeit wir hier verbringen können. Eieieiei, das werden noch lange, lange Aufnahmen. Aber ein bisschen spiele ich noch vor der nächsten Aufnahmepause. Aber ich freue mich, dass es ganz gut bei euch ankommt. So, ich muss mir jetzt aber gerade mal ein Jäckchen anziehen. Ja. Jetzt ist die Sonne nämlich weg. Jetzt wird es hier frisch in meinem Aufnahmestudio. So, Herr Pieper kommt, glaube ich, gleich wieder. Ach, ich möchte Katja eigentlich nicht so sofort ins Bett schicken, weil... Aber muss ich fast. Ich glaube, ich muss sie schon irgendwie ins Bett schicken.
Weil, naja, sonst habe ich noch nichts mit ihr zu tun. Ich will ja unbedingt, dass sie malen lernen kann, aber da ist jetzt nicht so die Zeit für, leider. Ach, und das Wochenende. Hausaufgaben 75% erledigt? Nee, nochmal ran. Hausaufgaben machen. Also da, Fräulein, brauchst du dich auch nicht beschweren, wenn es nicht läuft. Komm. Ist doch nicht mehr viel.